Kreislauffreunde, hier ist Jake, willkommen. Und hier seht ihr ein besonderes Stück neu in meiner Sammlung. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Messer hier heißt? Allein vom Aussehen. Vielleicht ratet ihr richtig, ja, es ist ein sogenanntes Fassmesser. Im Englischen Barrel Knife und im Schwedischen Tunnkniff. Hier in dieser Griffform mit, aus Maserbirke mit Messingmonturen schaut das versteckte Messer raus. Hier drin und hier ist die Verriegelung. Das ist eine Feder, die man unterdrückt mit dieser kleinen Stufe. Die passt genau in eine Aussparung hier in der Montur. Wenn man es dann zusammendrückt, hört man den Klack und dann sitzen die beiden Teile wieder sicher zusammen. Ja, und das Klappmesser oder der innere Teil des Messers besteht aus diesen beiden Messingplatinen und der Klinge. Aus Kohlenstoffstahl, auch mit der Aufschrift des Herstellers Johann Engström Eskilstuna. Und hier ist sein Logo, ein Pfeil und ein JE für Johann Engström und 1874. Das ist aber nicht das Herstellungsjahr des Messers, sondern das Gründungsjahr seiner Fabrik. Er hat vorher in Sheffield und in Solingen gelernt, reingeschaut, reingeschnuppert und dann die recht erfolgreiche Produktionsstätte in Eskilstuna gegründet und hat dann zunächst Rasiermesser und das Dolche hergestellt und später dann so ab 1882 dieses Fassmesser. So sieht es dann komplett aus mit der Klinge außerhalb des Fasses. Sitzt hier fest drin, da wackelt nichts. Die Kohlenstoffstahlklinge hat im Laufe der Jahre etwas gelitten. Der Johann Engström hat bis 1915 produziert, dann starb er und die Fabrik war wohl damit unter seinem Namen jedenfalls vorbei. Ich weiß nicht, wer es dann übernommen hat. Es sind aber noch verschiedene andere Hersteller in Eskilstuna gewesen, die solche oder ähnliche Fassmesser hergestellt haben. Und dann aber auch in anderen Ländern, in Finnland, glaube ich, Fiskars, in Deutschland Herder und Böker, auch in Sheffield und in Frankreich, glaube ich, wurden schon mal so ähnliche Messer dann hergestellt. Schauen wir mal nach den Daten. Da haben wir das Gewicht. Das sind gut 80 Gramm. Dann haben wir eine Gesamtlänge von
18,7, eine Fasslänge von 9,6, eine effektive Klingenlänge von, also beziehungsweise Schneidenlänge von 7,5 und eine Klingenstärke von 3 mm lässt, da wird ein bisschen weniger, verjüngt sich also zur Spitze hin. Was lässt sich noch sagen, produziert wurden diese Messer dann bis zu 1950, 60, danach nur noch Einzelstücke, Custom-Messer, die auf diese Art produziert wurden. Jo Leute, das war das Eskils Duna Fassmesser Johann Engström. Hier habe ich mal zum Vergleich das Schrade LB7 dazugelegt. Ein ganz anderer Brocken von, ich glaube, fast 240 Gramm, also ungefähr das Dreifache an Gewicht. Ich hoffe, dieses Fassmesser hat euch auch gefallen. Ist ein echtes Sammlerstück. Und wer sich dafür interessiert, besonders gefragt sind Messer, die besonders groß sind, größer als 12 cm, eine Fasslänge von nur 2 bis 3 cm haben. Dann mit Elfenbein gibt es, mit Schnitzereien. Es gibt auch wenige mit zwei Klingen, mit Sägezahnung auf dem Rücken. Und es gibt welche mit Korkenzieher eingelassen in den Griff. Die sind alle ziemlich selten und ziemlich gefragt. Aber auch dieses Messer hier ist nicht billig gewesen und denke ich mal auch immer noch gefragt. Das Besondere sind hier zum Beispiel die Messingmonturen, die sieht man ganz selten. Die meisten anderen Fassmesser haben Stahlblechmonturen. Ja, das war's wieder mal. Ich hoffe, die Vorstellung des Fassmessers hat euch gefallen. Ich nehme mal die schönere Seite. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.